Nico Ockenfels mit einem Modell für Damen, ein Damenfahrrad, Frauenfahrrad würde man heute sagen, aber es könnte auch von Männern gefahren werden. Contessa. Ja, das neue Scott Genius Contessa, ohne Motor diesmal. Man muss ja ein bisschen aufpassen jetzt. Scott hat das ja alles sehr, sehr schön versteckt. Wenn wir jetzt das aktuelle Lumen-Modell natürlich sehen, ist die Optik eigentlich ja fast identisch. Aber wie du ja weißt, wir drehen ja immer noch ein paar Räder auch, wo der eigene Motor selber der Körper ist. Und hier haben wir ein besonders schönes Exemplar aus der Contessa-Serie. Das 920er, Preispunkt 4.999 Euro. Ohne Motor. Ohne Motor, dafür aber wunderschön. Also die Farbe finde ich sensationell. Es ist immer die Frage, wie kommt die natürlich halt auch rüber über die Kamera etc. Aber in Natura ist sie wirklich sensationell schön und gefällt mir selber sehr, sehr gut. Also wir haben das Glück, wir haben eine FX30 von Sony, für alle, die mal interessiert sind, was wir filmen. Und das Farbprofil ist natural. Und wenn du mal durch die Kamera durchguckst, das sieht auch so aus in echt. Ja, das kann ich bestätigen. Es ist so, dann hast du aber, was du darstellen kannst, eigentlich nur über eine Bewegung. Das ist das Thema Farbchangierung. So, das bedeutet konkret, dass sich die Farbe verändert, je nach Lichteinfall. Richtig, genau. Das haben wir hier in dem Falle eigentlich weniger. Das heißt, wir haben bei Scott hier die sogenannten Prism-Lacke, ist hier nicht gegeben. Also wir haben diesen Unifarbton, wie hier zu sehen ist. Alles andere kommt dementsprechend durch das Licht. Durch Reflexion. Oder ähnliches dann halt auch. Okay, es wird also nicht aus grün, wird blau oder so, wie wir das von anderen kennen. Das wird es jetzt in dem Sinne nicht, da hast du recht. Das ist ein Fully. Das ist ein Fully, genau. Wie du siehst, siehst du gar nichts. Du siehst es erst, wenn ich quasi die Klappe öffne. Jetzt muss ich mal gucken, das wurde nämlich auch verändert. Wir haben jetzt keinen Drehknopf mehr, sondern wir haben einen Druckknopf. Warte, ich komme mal von der anderen Seite, da sieht man es ein bisschen besser, dass wir da rangehen, denn die Besonderheit ist hier der versteckte Dämpfer. Ist das ein Standarddämpfer oder ist der Dämpfer auch anders? Also es ist ja immer ein angepasstes Produkt im Falle bei Scott, weil wir haben hier die Twinlock-Technologie. Gehen wir nachher nochmal genau drauf ein. Weißt du was, sag mal so, die Peps mal hoch aufs Hinterrad, weil ich krieg's so schlecht dargestellt, weil der Dämpfer so tief ist. Die Twinlock-Technologie, ja, jetzt sieht man es eigentlich ganz gut. Bitte nochmal, Nico. Genau. Also wir haben ja beim hier den versteckten Dämpfer sozusagen. Das ist ja das, wo Scott seit letztem Jahr mit dem Spark natürlich auch für Furore gesorgt hat. Vorteil ganz klar, wir haben keinen Schmutzstrom oder ähnliches. Viele kritisieren natürlich, ja, Setup, wenn ich was verändern will, geht hier auch. Ich komme an den Luftdruck dran, ich kann die Zugstufe einstellen. Ich habe die Möglichkeit, alles weitere ja oben vom Hebel aus zu machen. Man sieht das dementsprechend, glaube ich, auch mal ganz kurz. Das war die Sattelstütze. Hier sieht man ja die Veränderung. Das heißt, hier haben wir die drei verschiedenen Modis, die ich einstellen kann. Generell beim Genius 150 mm Federweg an Front und Heck. Mhm. Weitere Möglichkeit, der sogenannte Traction Mode. Das heißt, wir haben nur noch 66% Leistung vom Dämpfer. Warte, ich zeig das mal gerade. Das hängt alles in einem einzigen Hebel. Mittlerweile ist das Weltrekord, muss man schon sagen. Habe ich jetzt beim anderen Rad auch mal gesehen. Aber diese Möglichkeit, beide Dämpfer, das heißt, die Gabel und die Dämpfer auf einmal zu verändern, das ist Scott, oder? Genau. Also du hast, ja, wir haben mittlerweile auch andere Möglichkeiten. Aber das, wie es hier funktioniert vom Prinzip her, gibt es nur bei Scott. Also erster Mode. Die ist beide Hebel parallel zueinander, komplett offen, 150 mm Federweg, dann der sogenannte Traction Mode, in dem Falle 66%, gleich 100 mm Federweg, interessant für berghoch oder halt für auch etwas, sage ich mal, leichteres Gelände, dadurch aber auch maximaler Vortrieb und die letzte Möglichkeit, die komplette Blockierung des Fahrwerks. Das komplett beide auf einmal? Ja, beide auf einmal, beides dementsprechend mechanisch über einen Seilzug. Hier, was wir hier haben, ist im Prinzip die absenkbare Sattelstütze. Die wird hier drüber bedient. Das ist auch seit letztem Jahr neu, dieser Hebel in der Bau. Ich zeig dir mal gerade. Das ist alles schick gemacht. Hält das denn auch? Ja, das hält. Wir haben das Prinzip schon seit 20 Jahren und die Hebel sind über die Jahre, wenn man die sich anschaut, immer filigraner, besser geworden. Jetzt ist es halt wirklich schön, dass man auch die absenkbare Stütze hier mit integriert hat und das bietet halt den Vorteil, dass ich alles hier über den Daumen linke Seite bedienen kann, weil die Seite ist eh frei, wir haben keinen Umwerfer mehr. Ich zeig's mal gerade von vorne, die Optik ist sehr clean. Ja. Sehr clean. Ja, also auch klar, komplett innen verlegte Züge, die laufen alle hier oben ins Steuerrohr natürlich halt dann auch hinein. Und dementsprechend siehst du am weiteren Rahmenverlauf nach hinten durch, außer beim Schaltwerk hinten, wo es nochmal rauskommt, keine weiteren Züge. Und die Bremsleitung. Da haben wir noch ein kurzes Stück Bremsleitung. Also ich fasse mal zusammen. Das Fahrrad ist aus Carbon-Alu. In dem Fall ist es aus Carbon. Carbon und die Schwinge hinten ist Alu. Ja,
Genau, siehst du auch an der Schweißnaht hier. Hauptrahmen Carbon, Hinterbau dementsprechend Aluminium. Das ist Hightech. Die bauen da ja keine Hunderttausende von, sondern das ist ja schon die Spitzenklasse. Sind jetzt alle Fullies mit dem versteckten Dämpfer, weiß Gott? Zumindest mal, was Spark angeht und das Genius und das neue Lumen auch. Alles, was natürlich in Zukunft dann noch kommt. Wobei man sagen muss, dass Patron, was wir ja aktuell auch kennen, auch im Prinzip den komplett integrierten Dämpfer auch mit drin hat. Darauf baut jetzt 2023 auch die Strike-Serie im E-Bike-Sektor auch auf. Und dort wird auch der Dämpfer versteckt sein. Also ich denke mal, alles, was vollgefedert ist, wenn man jetzt natürlich die Downhiller wie Gempler oder Ransom noch nimmt, die haben alle noch den offenen Dämpfer. Ich denke mal, dass es in den kommenden 1 bis 2 Jahren aber auch die Produkte angefasst werden und verändert werden. Genau, wenn du mal so nett bist, deine Größe, mal zum Vergleich, Meter? 1,84 Meter, dass ihr das seht, Rahmengröße hier? In dem Fall haben wir Rahmengröße M, also wir haben ja ein Damenmodell, nicht nur wegen der Farbe, sondern einfach auch ein bisschen veränderte Komponenten, sprich wir haben etwas schmäleren Lenker, dünnere Griffe, ein Damensattel dann auch mit drauf. Die grundlegende Geometrie ist gleich, das heißt, wenn ich ein normales, in Anführungszeichen, Herrenmodell nehme, wäre ein Rahmen M genau die gleiche Dimension im Verhältnis gesehen. Also so gesehen kann halt auch ein Mann dieses Fahrrad ohne Probleme fahren. So, es ist jetzt mit einem filigranen Muster versehen. Da sieht man auch die Einstellung, dass jetzt Zufall natürlich der Dämpfer liegt zu tief bei dir. Ja, ich bin jetzt zu schwer im Endeffekt. Du bist zu schwer und das heißt, hier müsste man... Aber du kannst das hier gerade mal zeigen, weil du siehst hier den sogenannten Negativfederweg. Ja. Das heißt, du kannst ja mal gerade ablesen, wo ich denn hier liegen würde. Also ich guck mal gerade. Also zurzeit bist du bei, wo ist denn der Strich, wo ich ablesen soll? Zeig mir den mal gerade. Wir haben hier die Markierung. Die Markierung. No? Und hier, das ist ja der sogenannte Sack. Das heißt, wir haben hier so gesehen die 100%. Warte, ich setze mich drauf und jetzt müsstest du ablesen können, wo ich bei rauskomme. Okay, jetzt habe ich noch nicht so ganz verstanden. Es ist jetzt runtergegangen. So, ja, und was stehen wir? Ja, die Stelle, wo ich ablese, zeig mir die mal gerade. Wahrscheinlich bin ich zu blöd. Warte, ich wähle das mal ein. Moment, da stimmt noch was nicht. Jetzt. Ah, okay, jetzt auf Null. Und wenn du jetzt runtergehst, genau. Das ist das gleiche wie der Gummiring, oder? Genau, du musst ihn einfach nochmal runterdrehen. Jetzt habe ich es. Das heißt, du gehst runter und er bleibt an der Stelle stehen, wo der negative Federweg ist. So, das heißt, ich habe hier schon ja, gute 50% Negativfederweg. Es geht ja bis 35, wir gehen immer, sage ich mal, aus. 25 ist für uns immer so ein guter Richtwert als Negativfederweg. Und wenn du es nochmal nullen willst, einfach dementsprechend hier runter. Also auch das ist eine Veränderung, die wir haben bei diesem Modell. Das ist beim Spark nämlich noch ganz anders gelöst. Was wirklich dann einfach auch, dass die Abstimmung angeht. Okay. Das heißt, wenn wir die Abstimmung mit dem Kunden zusammen machen oder der Kunde selber setzt er sich drauf, sagt, ah, okay, alles klar, 30%, das passt, so will ich es haben. Sag mal, war das auch schon bei dem Urmodell, was wir gefilmt haben, vor 2 Jahren genauso? Bei dem Spark war das auch schon so, aber da war es noch ein bisschen anders gelegen. Du hattest quasi so ein Schaufenster gehabt, wo du dann genau das ablesen konntest auch. Aber es war immer möglich, das Ganze von außen halt auch zu sehen. Das ist einfacher jetzt, oder? Es ist einfacher, sagen wir mal, einfacher ist, wenn der Dämpfer ja offen ist und ich sehe es sofort. Aber es ist gut gelöst, weil du willst ja im Prinzip die Technologie irgendwo verstecken. Es soll cleaner werden vom Gesamten her. Man sieht das ja auch, du siehst ja keinerlei Schriftzug hier. Das ist ja auch genau die Philosophie von Scott. Das Rad macht sich erkenntlich über seine Formgebung halt einfach schon. Das heißt, derjenige, der vielleicht die Marke kennt und sagt, okay, das da sieht so und so aus, das ist auf jeden Fall ein Scott. Und die Silhouette ist ja ähnlich einem Spark oder auch einem Lumen. Stell's nochmal drauf, bitte. Dann gehen wir gerade noch auf das Thema Scott überhaupt mal als Marke ein. Wer steckt hinter Scott? Wenn du mal kurz zu mir kommst, bitte. Nico, sei so nett. Also, war das schon die Frage? Das war die Frage. Gut. Also, wer steckt hinter Scott? So gesehen gehört Scott heutzutage in Schweizer Hand. Also, es wird alles über die Schweiz gesteuert. Und man muss natürlich sagen, Scott ist ja nicht nur der Bereich Fahrrad. Es werden ja auch Bereiche wie Running, Motocross oder auch Ski bedient. Das heißt, die Marke ist absolut im Sportsektor unterwegs. Hat mittlerweile auch einige andere Firmen unter sich, wie im Falle bei im Fahrradsektor Bergamont. Die Marke führen wir ja auch
Und in der gesamten Geschichte muss man halt einfach sagen, ist die Marke sehr, sehr innovativ aufgestellt. Das heißt, man ist immer daran gedrängt, neue Produkte zu bringen, Verbesserungen zu bringen, weitere Technologien voranzutreiben. Das ist die Intention. Klar, auch das Thema Gewicht spielt auch immer eine Rolle. Scott war immer schon Vorreiter, auch was Gewichtsmöglichkeiten angeht, ob das früher im Hardtail-Bereich war, die ersten Fullies oder ähnliches. Jetzt liegen wir natürlich mit einem Genius bei 150 mm Federweg, nicht bei den Leichtlaufrädern. Also das Rad hat jetzt ein Gewicht von 14,8 Kilo als echt Tubeless-Variante. Also das ist so die Angabe des Herstellers. Generell ist das Rad aber ausgestattet mit Schlauch. Also das nur zur Information. Also wir haben auch keinen Hersteller, der ab Serienstart ein Tubeless-System hat, weil das, wenn das Rad ein halbes Jahr im Laden steht, dann wird es austrocknen, das wird nicht funktionieren. Aber es haben manche Räder alles schon vorbereitet, die Milch ist mit dabei. Wenn der Kunde sagt, ja, will ich, dann bauen wir es natürlich auch so um, wie er es gern haben möchte. So, rechts ist das ganz große Kamerakind Jan. 5.000 Euro für ein Fahrrad ohne Motor. Er hat gerade eben gesagt, tubeless. Weißt du, was das ist? Nee, leider nicht. Was könnte es denn sein? Überleg mir. Tubeless, was könnte das denn sein? Ist kein Schlauch drin? Ist kein Schlauch drin, ja. Und jetzt fragen wir mal Nico. Genau, jetzt fragen wir mal Nico, warum ist da kein Schlauch drin? Ja gut, warum ist kein Schlauch? Also hier ist ja ein Schlauch drin. Aber das Tubeless-System hat halt den Vorteil, dass ich einen deutlich niedrigeren Reifendruck fahren kann. Der Reifen muss natürlich auch darauf ausgelegt sein, von der Karkasse etc. Das heißt, die Beanspruchung ist eine andere. Dadurch erzeuge ich natürlich auch deutlich mehr Grip, gerade im Gelände. Und es ist auch deutlich effizienter. Der Nachteil dabei ist, es ist deutlich wartungsintensiver. Das heißt, das Schöne ist natürlich, ich habe eine Panne, sagen wir mal einen kleinen Schnitt, ein kleines Loch. Die Milch wandert direkt dorthin. Und das System ist verschlossen wieder und dementsprechend kann ich weiterfahren. Problem ist aber, wenn ich das Rad jetzt zum Beispiel für 3 Monate mal in den Keller stelle, verliert es deutlich schneller auch an Luftdruck im Vergleich zu einem Schlauchsystem. Und die Milch braucht ja schlussendlich auch immer eine Bewegung, weil sonst dickt sie ein und dementsprechend hast du dann natürlich irgendwann eine Unwucht, wenn es wirklich lange steht. Aber wenn ich laufen fahre? Wenn du laufen fährst, also jetzt die Jungs, die bei uns auch Rennen fahren und aktiv fahren, schwören absolut auf das Tubeless-System. Wenn du aber sagst, ich habe mehrere Räder und das fahre ich vielleicht mal in 3 Wochen wieder und das andere fahre ich erst in 6 Monaten wieder, ist vielleicht das Tubeless-System nicht das Beste, was man dann auswählen kann. Einsatzpunkt hier ist eine 36er Fox-Kabel drauf. Alles ist extrem reduziert. Also wenn man drauf kommt, kein Schriftzug von Scott an der Seite. Die Reifen Maxxis haben keine Riesenbezeichnung, was das für ein Typ ist. Die Fox-Kabel ist komplett schwarz. Das hat ja Scott so ausgewählt. Ja, beim Reifen vielleicht jetzt weniger. Der ist eigentlich wie bei allen anderen Rädern auch. Natürlich klar, die cleane Optik, die wir mit dem Fox-Schriftzug schwarz auf schwarz haben, würde jetzt vielleicht auch zu sehr ablenken, wenn da weiß drauf wäre, weil alle anderen Komponenten sind auch komplett in schwarz gehalten. Also da hat ja Scott einige Designer oder Designerinnen engagiert. Ich zeig mal, da vorne ist jetzt Nobby Nick, steht da riesengroß drauf und Schwalbe und so weiter. Hier vorne steht ja der Typ jetzt nicht mehr riesengroß drauf. Ist das auch schon so praktisch die Reduktion, die wir erleben? In diesem Jahr steht da doch drauf. Hast du hier aber auch. Auf beiden Seiten? Also du hast hier einen anderen Maxxis-Reifen, zum Beispiel einen Cube-Rad. Das ist genau identisch. Boah, endlich bin ich mal ins Fettnäpfchen. Das heißt, auf der Seite ist die Bezeichnung. Ja, auf der Seite ist die Bezeichnung. Nee, aber in sich gesehen musst du halt einfach sagen, das Thema Reduzierung, ob das Schriftzug oder ähnliches ist, schlussendlich lebt ja eine Marke auch davon zu sagen, okay, wir schreiben unsere Namen da groß drauf. Das steht da sogar drauf. Das hier ist der einzige, wo es überhaupt dann halt mal steht. Oben haben wir die Bezeichnung Contessa. Für diejenigen, die nicht wissen, was heißt denn Contessa überhaupt? Contessa ist die Damenserie oder Kollektionen im Textil- oder Helmbereich, die bewusst auf Frauen, sage ich mal, konzipiert sind. Im Falle des Fahrrades, wie eben angesprochen, anderer Sattel, schmälerer Lenker, dünnere Griffe, einfach auf die, ja, besser auf den Körper angepasst. Nichtsdestotrotz muss man immer das Verhältnis sehen, Frauen haben meist längere Beine und kürzeren Oberkörper. Das heißt, das Rad muss ein bisschen kompakter dann halt auch werden, sprich ergo wieder auch der Vorbau. Das kann aber auf einen Mann auch zutreffen. Also das heißt, jetzt nicht immer Frauen haben immer die gleiche. Aber viele Frauen haben ja lange Beine. Ja, und etwas so ist es mal der Schnitt. Aber wir haben auch einige Männer, die sagen, Mensch, die Farbe ist so geil, das muss ich auf jeden Fall haben und wenn es passt, dann sowieso. Rahmengrößen gehen in dem Fall aber nur bis L, nicht bis XL. Ne? Nur um das halt auch mal zu erwähnen, falls du jetzt sagst, ich bin 1,90 groß und ich hätte gern die Farbe und das Modell, wird es mit Rahmengröße L ein bisschen knapp. So, und hier haben wir XT, aber vorne kein Umwerfer.
Kein Umwerfer, ja, das setzt sich ja auch absolut durch. Also im motorisierten Bereich kennen wir es ja gar nicht mehr anders. Aber auch durch Thema SRAM alleine haben das natürlich weit vorangetrieben, hier ganz klar auf ein Einfachsystem zu gehen, sprich vorne nur ein Kettenblatt und in dem Fall hinten jetzt natürlich 12-Ritzel, 12-Gang-System mit Shimano XT, vorne eine SLX-Kurbel. Also wir haben ein bisschen den Mix dann auch mit drin. Große Bremsscheibe aber auch vorne, 203 mm. Also bei 150 mm Federweg geht man natürlich auch davon aus, dass der oder diejenige auch ein bisschen abfahrtsorientiert ist. Das geht mit dem Rad. Also hier gibt es ja so Bezeichnungen. Ich zeige es mal gerade. Hier vorne steht eine 4 drauf. Ist das jetzt genormt bei jedem Hersteller, die 4? Nein, oder ist das bei jedem anders? Es gibt keine Norm in dem Sinn. Das ist ein bisschen so, wir machen eine eigene Skala und bestimmen das Rad so ein bisschen in dieser Art und Weise. In dem Falle muss man ganz klar sagen, dass da ist schon durchaus bikeparktauglich halt auch. Also da geht schon ein bisschen was. Gut, 5.000 Euro. Trotzdem des etwas höheren Preises ist es gefragt wie kein zweites. Also deswegen zeigen wir es ja auch. Wichtig ist, dass Frauen wissen, es gibt spezielle Versionen für Frauen. Jan, wenn du mal gerade deine Hand, wir hatten eben noch die Rede davon, du hast sehr, sehr kleine Hände. Und ich habe eh schon kleine Hände, aber das sind filigran und sie kann das jetzt gut umfassen. Mhm. Ist der Durchmesser kleiner von dem? Ja, wir haben einen kleineren Durchmesser. Das haben wir auch bei vielen anderen Herstellern, weil ansonsten würdest du ja nur den Unterschied schaffen durch die Farbe. Ne? Jetzt bei dem, wenn das Rad jetzt pink wäre, dann würde man natürlich schon von der sehr femininen Farbe ausgehen. Oder vielleicht können wir die auch als divers bewerten. Weiß Kupfer ist es da. Also das ist da, würde ich sagen, Kupfer. Wäre jetzt die Frage, ne? Ist es schick? Sehr schön. Ich finde, die Farbe ist das, was es ehrlich gesagt ausmacht. Ich bin eben reingekommen und habe sofort gesagt, wow, das ist aber echt cool. Du kommst rein und du fällst über das Rad. Ja. Es war bei mir genauso, wie ich es erst mal gesehen habe. Das war in einem Showroom gewesen. Da habe ich gesagt, boah, das ist die Farbe ist die beste von allen. Und normalerweise orientierst du dich ja gleich immer als Händler bei den hochpreisigen Produkten, das heißt, du bist dann locker über 10.000 Euro und sagst, Mensch, das ist aber cool. Dann fällt dir so ein Rad auf, was natürlich auch in einem hohen Preissegment ist mit 5.000 Euro. Aber wir wollen dir hier einfach auch zeigen, dass wir weiterhin das Thema unmotorisierte Räder halt auch spielen, also auch da haben, wo viele Händlerkollegen sagen, nee, ich mache jetzt nur noch E-Bikes, das lohnt sich auch mehr. Und auch in Gefilden, wo du auch erstmal eine Frau finden musst, die auch 5.000 Euro dafür ausgibt. Ne? Das also, die gibt es ja auch. Ja. Achso, die ausgeben will. Ja, ja. Aber sage ich mal so, das ist ja schon ein kleineres Kundenklientel. Aber wir wollen das auch anbieten und gerade unabhängig davon, dass es ein super schönes Rad ist, Farbe ist aber Geschmackssache, ist für uns einfach wichtig, hier auch eine gesamte Bandbreite darzulegen. Und da gehören die Mädels ganz klar mit hinzu, weil das ist die Fraktion, die wirklich auch sagt, Mensch, das muss cool aussehen und ich muss mich wohl drauf fühlen. Da geht es nicht darum, ist da eine XT-Schaltung drauf oder eine SRAM oder ähnliches. Es muss einfach passen. Ne? Und wir Männer sind ja doch eher technisch lastig orientiert und müssen gleich wissen, wie die funktioniert etc. Und das haben wir hier halt einfach nicht. Ja, bitte Probe fahren. Vielleicht noch einen letzten Takt zum Thema Schnitt des Rahmens. Ist das ein sportlicher Schnitt? Ja, eigentlich gar nicht, weil wir haben ja hier die All-Mountain-Liga. Das heißt, die ist eigentlich eher komfortorientiert, aufrechtere Sitzposition. Wir können ja wie bei allen anderen Rädern auch mit den Spacern noch ein bisschen spielen. Das heißt, wir kriegen das ganze Kopf wird auch noch ein bisschen flacher. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich eher komfortabel, agil, so würde ich es mal ausdrücken. Was wir noch nicht gesagt haben, absenkbare Sattelstütze, klar, logisch hier auch mit drin. In dem Falle 150 mm Hub bei Rahmengröße M. Ich glaube, bei Rahmengröße S wird es dann weniger, wir gehen, glaube ich, auf 125 mm Hub dann. So, wir sind bei Nico Ockenfels. Nico, Premiere heute. Ich zeige es mal gerade, ein T-Shirt an, statt, was hast du normal, ein Hoodie. Aber es wird ja wärmer. Die Sommerzeit, jetzt kann ich die T-Shirts ja wieder auspacken. So, dreh ich mal um. Steht da was drauf auf der Rückseite? Ja, toll. Also, wir sind bei Recycle, einen der besten Fahrradhändler des Universums. Und das Ganze macht er nämlich aus Leidenschaft, seit über 10 Jahren Versand. Du hast einen Versandhandel, der ist älter wie die Ladengeschäfte. Dann kam erst das Ladengeschäft. Und du kannst mittlerweile gut liefern wieder. Du hast viele Modelle, von denen du vor einem Jahr nur träumen konntest, wieder bekommen. Hat dich Scott denn gut beliefert?
Jetzt muss ich ja mit Jein antworten, weil es ist immer noch so, dass wir von neuen Produkten, also Genius geht jetzt einigermaßen, da ist jetzt schon ein Teil da, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Spark nehme, was im letzten Jahr schon gelauncht wurde, da habe ich gerade einige Kunden, die auf ihr Fahrrad warten. Und okay, also wenn die das sehen, nicht, dass die... Unabhängig davon, es gibt Räder, die sind mittlerweile wieder lieferbar, ja, aber es gibt genauso gut auch Räder, die... wo die Lieferkette immer noch schwierig ist oder besser gesagt die Nachfrage auch immer noch sehr, sehr hoch und wir dementsprechend auch den Ansturm da meist noch gar nicht so bewältigen können. Aber es ist immer, wie wir schon gesagt haben in den verschiedenen anderen Videos, wenn jemand gerne ein Rad hätte und es sollte bei uns im Webshop nicht verfügbar sein, einfach eine kurze E-Mail, Anfrage, wann kann er das Bike haben, wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus, Größenfragen etc. Einfach gerade auch in der Sommerzeit jetzt gern per E-Mail, wir rufen auch gern zurück, weil Telefon ist immer schwierig mitten in der Saison. Nichtsdestotrotz, E-Mail geht eigentlich immer und wird auch immer sehr, sehr zügig bearbeitet. Ja, ganz wichtig. Jetzt wird es viele geben, 5.000 Euro kann ich mir nicht leisten. Es gibt eine Möglichkeit, wie du hier reinkommen kannst. Kannst das Fahrrad mitnehmen, bringst kein Geld mit und wirst trotzdem nicht festgenommen von der Polizei. Das Ganze heißt Jobrad-Leasing. Machen ganz, ganz viele, denn der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland hat gesagt, dass E-Bikes und Bikes, also Fahrräder, dürfen vom Bruttolohn einer Lohnabrechnung abgezogen werden und sind quasi steuerfrei, werden die behandelt. Brutto für Netto. Ist das richtig? So gesehen ist das richtig. Was falsch ist, ist, dass es nur Jobrad wäre. Jobrad ist natürlich, sage ich mal, der Platzhirsch, der vor 11 Jahren damit begonnen hat. Das ist wie das Tempotaschentuch. Oder Tesa. Oder Tesa, genau. Man muss aber einfach dazu sagen, es gibt mittlerweile jede Menge Anbieter. Ich glaube, wir haben mittlerweile 15, 16, 17 verschiedene Leasing-Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir abbilden können. Und deswegen, es ist ein interessantes Thema. Also es geht auch nicht nur für E-Bikes. Viele haben immer schon gedacht gehabt, okay, als Fahrradleasing kann ich nur ein E-Bike machen, weil man immer nur davon spricht. Nein, du kannst ein Rennrad machen, du kannst ein Mountainbike machen ohne Motor. Kinderrad würde ich jetzt vielleicht mal ausschließen, aber ich sage jetzt mal, wenn du vielleicht nur so groß bist, 1,50 Meter und brauchst ein Kinderrad, kannst du auch das leasen. Also es läuft auf 36 Monate. Ja. Ich komme hier rein, kriege einen Voucher von meinem Arbeitgeber, der hat das freigeschaltet, unterschiedlich. Unterschiedlich, also entweder reicht uns eine E-Mail-Adresse im Falle von Jobrad, wir brauchen einen PIN, wir brauchen einen Code, wir brauchen eine ID, also da gibt es verschiedene Verfahren. Ne? Mhm. Oder wie du schon sagst, er hat schon einen Voucher oder irgendwas, wo er dann mitkommt, was er aktiv vom Arbeitgeber bekommt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Man kann es nicht pauschalisieren, weil alle Leasing-Dienstleister ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, und deswegen müssen wir mal gucken. In erster Linie kommt die Information ja auch durch den Arbeitgeber. Ja, wir bieten jetzt das Thema Leasing an. Aber wenn ich jetzt eine kleine Firma bin, zum Beispiel 10 Leute, kann ich zu meinem Chef gehen und kann sagen, hier mach mal einen Rahmenvertrag, der kostet nämlich nichts. Mhm. Ich möchte gerne so ein Fahrrad haben, brutto für netto. Dann kann der Chef sogar noch sagen, ich gebe sogar noch was dazu. Dabei ist was ganz Besonderes. Warum ist das billiger? A, kann man die Mehrwertsteuer absetzen. Das ist ein Riesenvorteil, kann man privat nämlich nicht. Die Leasingrate ist nämlich, glaube ich, inklusive Steuer, die dann berechnet wird beim Arbeitgeber, wenn wir das kriegen. Also ja, ist das so? Jetzt nicht vermischen, weil durch die Lohngeldumwandlung ist die Mehrwertsteuer natürlich schon mit drin. Ne? Ist schon mit drin, ja. Aber der Arbeitgeber selber kriegt eine Bruttoabrechnung, habe ich gesehen. Genau. Das heißt, der kann sich die Steuer nochmal ziehen. Der kann das dann dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, zur privaten Nutzung. Ich muss es nicht gewerblich nutzen. Das heißt, ich musste also nicht damit die Brötchen holen für den Arbeitgeber oder damit zur Arbeit fahren. Ich kann das nur zu Hause stehen lassen. Das würde auch gehen. Ja klar, du kannst auch nur ins Wohnzimmer stellen. Also es gibt keine Verpflichtung, damit jetzt auch auf die Arbeit zu kommen. Wenn du natürlich einen Firmenwagen hast, dann wird man sagen, na gut, kommst natürlich auch mit deinem Firmenfahrzeug auf die Arbeit oder fährst zum Kunden. Also das ist hier alles nicht erforderlich. Es ist einfach in der privaten Nutzung und von daher eigentlich auch kein Problem. So. Bitte informiert euch, bevor ihr jetzt sagt, hier 5.000 Euro viel Geld, denn je nach Steuerklasse kann man bis zu 30-35% sparen, 40 sogar, höre ich gerade, und das ist wirklich so, am Ende der 36-monatigen Laufzeit kann man das Rad übernehmen, um die 15-20%, und was ziemlich cool ist, ist immer eine Versicherung mit dabei, allein die kostet schon richtig Geld, eine spezielle Bike-Versicherung zum Beispiel gegen Diebstahl. Ja, also die Versicherung gibt natürlich die Bank vor, weil die wird nichts finanzieren, was nachher nicht versichert ist, wenn es geklaut wird. Deswegen ist oftmals so in den Leasing-Sachen, dass du ein Schloss mitnehmen musst. Das gibt einfach dann halt auch die Versicherung vor. Kannst du aber voll darüber auch amortisieren oder besser gesagt ins Leasing mit reinnehmen. Das ist der große Vorteil. Aber nochmal, es ist zu dem Thema, wie viel spare ich oder was kostet mich das Rad nachher? Das muss jeder so ein bisschen für sich selber ausrechnen. Die meisten Anbieter, ob Jobrad
Startup, Business Bike etc. haben auf ihrem Portal Rechner. Also geht auf die Seiten drauf, genau. Die haben einen Rechner, da kann ich das live eingeben, den Preis zum Beispiel 5.000 Euro. Ja. Sollen wir es gerade mal machen? Hast du Lust? Wir haben im Prinzip dann den Lohn natürlich dann halt auch, den du brauchst in dem Sinne. Also du musst ein paar Parameter eingeben. Du gibst die Steuerklasse, glaube ich, ein, das Bundesland. Steuerklasse, Kinderfreibetrag. Also es sind wirklich, es ist nicht so, dass man die Sachen nicht weiß. Und dann kommt unten im Endeffekt eine Zahl raus. Und zu der Frage zu beantworten, wie viel spare ich denn? Ich drücke es immer so aus, wer viel Steuern zahlt, kann halt auch viel Steuern sparen. Also, wenn ihr viel Steuern zahlt, lohnt sich das auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall sowieso, weil ich das Geld nicht gleich hinlegen muss. Und das ist der Riesenvorteil bei Zinssätzen von heute. Ja. 6, 7, 8% ist das Thema Jobrad-Leasing. Ich komme hier rein, gebe kein Geld aus, krieg's vom Bruttolohn abgezogen und nach 3 Jahren kann ich es sogar übernehmen. Vielen Dank, Nico Ockenfels. Recycle bitte einmal drehen.de und das Ganze gibt es in 2 Standorten als Präsenzhandel, nämlich einmal in St. Wendel, da sind wir gerade, und in Riegelsberg. Riegelsberg. Da warst du schon lange. Da war ich schon lange nicht mehr, deswegen habe ich den Namen vergessen. In der Nähe von Saarbrücken. Tschüss. Ciao.